all alone in a bunker on the Cape. Please, I need help. Okay, der Typ ist in einem Bunker alleine irgendwie. Da sollten wir mal irgendwann nachschauen. So, hier haben wir noch ein bisschen Cash. Ja, wir können leider nicht alle Flaschen mitnehmen, irgendwie, die nach Alkohol aussehen, sondern halt wirklich nur Erlesene. Was ein bisschen schade ist. So. Brutaler Hammer. Ich sag mal ja nicht so irgendwie, ab welchen Punkten man Sachen mitnimmt wegen Verkaufen, zwecks des Wertes. Ich würde sagen, wir nehmen einfach ein bisschen was mit und dann entweder rechnet sich das oder nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, warte mal, hier vorne sieht noch irgendwas. Zeigt er mir auf der Karte noch eine Hand an. Oh, achso, für Alkohol. Wunderbar, schön. Uns wird quasi der Alkohol, weil es ja ein Quest-Item ist, angezeigt. Das ist cool. Schön. So, die Kiste kann ich genauso wie so eine Gasflasche hochheben und schmeißen. So, okay. So, dran vorbeigesprungen. So, schauen wir mal. Wo sind wir denn hier? Ich sehe eine Menge Totenschädel. Okay. Öffnen. Messingschlagring. Hm. Nicht so cool. Aber wir nehmen es mit. Wir verkaufen alles. So, Hallöchen, was machst du hier? Verkaufst du Vorwerkstaubsauger, mein Guter? Ah, fast. Schade. Schon wieder die gleiche Höhe. Und einfach verseiert. So, also grundsätzlich muss ich sagen, sind die Bungalows echt geil gemacht. Also ich hätte hier echt Bock. Also klar, wenn jetzt hier nicht gerade eine Zombie-Apokalypse ist, wirklich hier Urlaub zu machen, finde ich geil. So, wir haben einen Ausweis hier gefunden, Sammlerstück Nummer 12. Let's open this up. So, Ausweise sind Collectibles. Und ich weiß tatsächlich ja nicht, ich glaube, man bekommt auch nichts dafür oder so. Jetzt hier vorne schauen. Es hat einfach nur reine Collectibles irgendwie. So, für die 100% Dudes. Hi, Kim. So, Kim hat... I feel dizzy and a little nauseous. My heart is pounding, please. I haven't had anything to drink for quite a while. If you bring me some water, I'll give you whatever I have. Some water. Ich sag so ein krasser Akzent, Alter. So, ja, jetzt starten wir. Ich hab tatsächlich ein bisschen Wasser bei. Thank God. Thank you. Whatever you can find. You're welcome. Find anything? Ja, hab ich. Hier, bitte. Oh, thank God. So, 100 XP ist immer ganz cool tatsächlich dafür. Oh, thank God. Weil ich glaube, ich brauche Wasser nur bei einem anderen Charakter ebenfalls wie bei ihr zum Abgeben. Oh, thank God. Gebe ich es ihr gleich. Thank you. Thank My muscles are starting to cramp. Oh, thank God. Thank you. That's it. Okay. So, okay. I'm Annie, and I'm looking for my teddy bear. I can't fall asleep without him, and I'm very tired. And those monsters keep knocking. Will you find my teddy bear? Also, ey. Let's do it. The last time I saw him, he was in our bungalow. Number 15, where I live with my sister Jenny. Der wirkt so was erzählen, Alter. Mein Teddybär, hau ab. Tell him Annie sent you, and I'm sure he'll go with you. He's a brave teddy bear. He's a brave teddy bear. So, ein Fakt. Ausweis da unten. So, und das war's jetzt mit der Batterie für meine Taschenlampe. Fühlt die sich... Au, die füllt sich wieder auf. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Cool. Okay, ich... Geht's hier gut? Ich glaube nicht. Da ist Karte... ja. Nee, lass mal gut sein. Ich sehe, hier sind noch zwei Untote. Die würden wir mal kurz erstmal beseitigen. Zack. Solide und schnell. Wie man es von mir gewohnt ist. Ah, so ein Quatsch. Okay, gut. Das hätten wir. Die Waffe ist leider auch schon fast wieder kaputt, ey. So, Toy Story. Wunderbar. Suche nach Anne's Teddybär. Okay, wir haben aber auch keinen...
wie sagt man denn? Wir haben auch keinen Wegpunkt, ne? Das ist halt einfach so, ja, guck mal bitte danach. Schau mal, ob du irgendwas findest. So, dann schauen wir bei Luke Craig mal vorbei. Der ist tatsächlich ja fast bei uns in der Nähe. So, schnellstmöglich um die Jungs kümmern, sobald sie noch am Boden sind. Okay, weiter geht's. Du musst hier Nickerchen? Dann mach das mal schön weiter, mein Freund. Die sind, finde ich, immer sehr unangenehm irgendwie. Also, diese schnellen, also die, wie nennt man denn sie? Die Renner, Fletzer, was weiß ich, keine Ahnung. Gerade nur so, keinen wirklich coolen Namen dafür. Die finde ich wirklich am unangenehmsten irgendwie, weil die halt wirklich, wenn die in Scharen kommen, ist es sehr unangenehm irgendwie, sich hier zu verteidigen, weil die ersten Treffer landen meistens. Oh, scheiße, ein Schläger, wa? Ach, krass, ist doch hier. Oh, nee, ja, der seine Eltern umgelegt, also sein Bruder und seinen Vater umgelegt hat. Oh. Natürlich ist er auch ein Schläger. Na klar. Und wir haben immer Wasser für Kim. So, und? So, das warte jetzt auch mit meinem Messer. Und mit meinem Beil besser gesagt. Oh, warte, bin ich mal vorbei? Darf ich hier vorbei? So. Ich muss auch mit so einem Tritt antäuschen. Genau, jetzt hat er keine. Aber er kann immer noch beißen. Also er ist, auch wenn er keine Arme mehr hat, ist er trotzdem wirklich noch sehr gefährlich. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. So, was steht da? Flips? Ohne Flipflops bitte drin kommen oder was? Oder Schuhe abtreten? Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal. Oh, nicht euer Ernst, Alter. Jetzt wird die ganze Familie wach. Scheiße. So, ich muss mal kurz weg. Dankeschön. So, ich muss mal hier kurz aus dem. Nicht schon mal Becken. Boah. So, dann habe ich mal ganz kurz die ganze Familie wieder im Himmel vereint. Sorry. Okay, haben wir gerade abgekriegt? Ja, Kaffee abgekriegt. Schnell einen Energy-Drink hinterher. So, hier vorne ist noch einer. Nein. Ein Pool. So, okay. Aufstieg, wunderbar. Also am Anfang geht es halt natürlich echt schnell und schön gut mit dem Levelaufstieg. Nachher wird es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Hat er sich hier versteckt? Ja, Arsch. Gott, Gott, Gott. Das ist halt so eine fiese, weißt du? An dem Ehen. Oh, der hat zwei Messer. Der Arsch. Jetzt hat er den Toten im Pool getreten. Das war jetzt auch nicht zielführend. Ach, ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, leider trinkt er aber auch nicht. So, okay, haben wir. Schön. Was waren das für Messer? Das nehmen wir mit. Das braucht er nicht mehr. Ja, gerade knabbern sie noch an dem Ehen rum und dann steht ja plötzlich auch mit drauf. War. Das ist schon echt ekelhaft gemacht. Das ist schon echt ekelhaft gemacht. So. So, erstmal um den kümmern. Ui, 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 ey, ey, ey. Ohne sowas. Erstmal vorher ins Kino einladen und vorher wird hier nicht angefasst, Freunde. Ohne sowas. So, was haben wir denn da schön? So, so. Maybe there's something inside. Elektroschrott, nehme ich. Oh, was ist mit ihr hier? Steht aber schon überall. Ja, dachte ich mir doch. So. Energy Drink. Wasser haben wir hier noch einmal. So, mal gucken, ob wir jetzt durch Breach. Boah, der war ja episch verkackt. Ja. Ach, hei. Tja, doofe Perspektive. Oh, okay. Nichts jetzt schon nicht mehr gut. Warte mal. Crouchen. Na, Luke, alle klar? Blöde Frage, ich weiß, aber.
You gotta take this insulin to my brother, Danny. Insulin? He needs it. He's in Bungalow 14. Please. Oh, yes. Man wird hier voll komplett überschüttet erstmal mit Quests, ey. Komplett überschüttet. Alles klar. Gut, wir kümmern uns drum. Ein weiterer Ausweis. Yeah. Ausweis Nummer 13. Okay. Zack. Raus mit uns. Ah. Okay. Auf Sendung. Gehe zum Leuchtturm, hole dort einen Signalverstärker. Das können wir machen. Rede mit der Leuchtturmwache, das ist auch ganz gut. Ah, okay, das Ehenemann. Okay. Bringen das Insulin. Haben wir eine Karte? Wissen wir, wo der Bruder ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Feinde töten. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich dahin. Ach, hier ist Danny. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich mal kurz hier hingehen. Die Feinde töten und dann auf dem Weg quasi danach zu Danny das Insulin abgeben. So. Wird ihn alle nicht gelootet, die ganzen Zombies? Ich kann so nicht stehen lassen hier. Alle hüpf. Dann kann man noch so ein Rohr abzerren, aber naja. So, kann ich mal mitmachen hier? Junge, das ist eine ekelhafte Scheiße. Das geht ja gar nicht. So, Wasser mitnehmen. Loot. Alles mitnehmen. Rohr, ach, das lassen wir mal da. So, okay, was haben wir hier oben? Noch eine Sporttasche? Oh Mann, oh. I'm so sorry, Tim. I'm so sorry. Alter. Was hast du getan? Mit einem Baseballschläger. You weren't you. I didn't know what else to do. Hat ein bisschen mehr Power, aber tatsächlich, wie gesagt, wir sind spezialisiert auf scharfe Waffen. Von daher werden wir mit scharfen Waffen immer mehr Damage machen, tatsächlich, als mit stumpfen Waffen. So, ja, und das war's, oder was? Jetzt kann ich dir auch nicht mehr helfen, oder was? Oder wie? Jimmy. So, ab in die harten Ohren. Eine Kiste. Stufe 1. Scheibenkleister. Mist. Ja. Tja, komplett. Tut mir echt leid. Irgendwie. Tut mir wirklich leid. I'm so sorry, Tim. Okay. Gut, wir wollen zu Danny. Und ihm das Insulin geben. Vielleicht können wir ihn noch retten. So, okay, hier ist schon sehr schön die Straße, oder? Schau mal an. Ah, und hier ist auch, da war auch das Auto. Das kann also sein, dass wir tatsächlich durch diese Respawn-Rate da auch wieder das Auto finden. Was ziemlich cool wäre. Dann sind wir gleich mobilisiert. Oder mobil, besser gesagt. Nicht mobilisiert. In allen Büschen hocken die Penner hier, Alter. Was habt ihr denn da getrieben? Ja? Muss ich mal ganz blöd fragen. So. Bluten. Ganz einfache Faustregel. Oh, Reisklauenmod. Das ist natürlich cool. Super. Neuer Bauplan. Die sind natürlich auch ebenfalls versteckt hier über auf der Karte und natürlich halt extrem schwer zu finden. Oder auch leicht, je nachdem, was man so für ein Auge hat. Ich bin da eher der Typ, der, was? Wie? Was? An fünf Dingern schon vorbeilaufen. So, Fertigkeitspunkte sind freizuschalten. Ich würde sagen, Medikits sind, also wir müssen irgendwie zusehen, dass wir hier mit hinkommen. Von daher würde ich das jetzt mal freischalten. Weil wir müssen halt irgendwie versuchen, die Kisten zu öffnen. Ja. Okay, gut. Dann schauen wir mal hier kurz in den Bungalow rein.
Now you die. Ist schon heftig. Ist schon wirklich heftig, das Spiel. Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, wie YouTube das so sieht, das Video. Oder ob das halt komplett irgendwie vom Algorithmus... So, das verstecken wir mal ganz weit hinten. Aber ganz weit hinten. So, Danny? Hallo? Danny? Cash. Wunderbar. So, wo ist er? Danny, du alter Klappspaten. Wo steckst du denn? Kumpel! Hier, guck mal. Ich hab was für dich. Wait, you're not my brother? He must have sent you, right? Thank you. I'll just wait until this kicks in. Wait until Luke gets here. Ja, mach das mal. Mach das mal. So, wir kriegen ein bisschen Cash von ihm. Das ist ganz cool. So, hast du ansonsten noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Hier ist noch ein bisschen was lootable. Energy Drink, den wir jetzt gerade tatsächlich mal nicht brauchen. Momentan. Vielleicht irgendwie, was ist denn das? Was steht denn da? Was? Okay, cool. Du kannst natürlich auch ein Buch schreiben und den Einband halt so gestalten, dass man keiner lesen kann. Ja, das ist außer den Rücken, besser gesagt. Kann man machen. Tippitoppi führt Layout. Okay. So. Da könnten wir als Kim noch Wasser besorgen. Und hier wären quasi nochmal ein paar Sachen abzugeben. Ich würde fast sagen, wir schnappen uns hier das Auto und fahren hoch zum Leuchtturm und können da tatsächlich eine weitere Quest beenden und uns damit eventuell noch ein bisschen XP holen. Genau, da steht das Auto. Das holen wir uns. Zack. Uiuiuiui. So, auf geht's. Ja, darf ich mal kurz vorbei? Vielen Dank. So, auf zum Leuchtturm hoch. So, dadurch, dass wir natürlich Jessica da abgeben haben, sind natürlich noch ein paar andere Optionen aufgeploppt. Wie zum Beispiel halt die Leute im Leuchtturm halt kennenlernen und so weiter und so weiter. Was wir jetzt natürlich auch machen können. Und werden. Wir brauchen eh tatsächlich den Signalverstärker von hier oben. Es ist also unumgänglich, dass wir hier hochdüsen. Finde ich tatsächlich auch ein ziemlich cooles Feature, dass er so die Scheibe so raus oder dass sie so die Scheibe rausprügelt. Was cool macht. Gefällt mir. So. Zack. Mucke ist auch wieder sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Okay. Blablabla. Auf Sendung. Also wir reden erstmal mit der Leuchtturmwache. Wo soll die bitte sein? Was? 252 Meter entfernt? Will sie mich verarschen? Achso, nee. Wollte gerade sagen. So, okay. Nett. Okay, keiner kann bis jetzt irgendwie großartig mit mir reden. Will auch keiner mit mir reden. Monika Goldberg. Ja, die sind jetzt auch nicht so besonders gut hier oben irgendwie. Die sind ein bisschen besser dran, weil... Alles klar. Die sind zwar natürlich ein bisschen besser dran, aber dadurch, dass natürlich alles mit Stein wirklich ist, irgendwie also ein stabileres Haus. I wish he had come with us. I'm worried about him. Could you? Ja? Could you please tell him that if you see him, that I miss him and I wish he were here with me right now. Du kannst auch einfach mit dem Auto mitkommen, dann bringt dich zu Steven. Kein Problem. Aber das willst du wohl nicht so wirklich, wa? What do we have here? What do we have here? So, loot nochmal ganz schnell. Talk to James first. He's the one in charge. Okay, wir müssen also erst mit James reden. Der befindet sich ganz oben. Shit, you're alive? Ja. Hi James, grüß dich. I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now,
We're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Na, schwere Aufgabe, aber ich würde tun. Sure. Ich würde tun, James. If you want to get off this island with the rest of us, go talk to my people. See what you can do to help, okay? Okay. Kein Problem. So, was haben wir denn da? Eine Aufzeichnung. Nehmen wir mit. I'm approaching the location where I'm to meet my informant. Hey, come a little closer. I must say, everything seems oddly quiet and deserted here. Unlike Sinemoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that help's on its way. We're more proactive, you know? Farther up the coast, there's a couple shipwrecks. The result of that monsoon that came through. I'm thinking they might have supplies, including signal flares. Wie, disst jetzt erstmal meine Atzen irgendwie aus dem Rettungsschwimmerturm? Oder was? Ist okay, was will ich machen? You interested in a little salvage work? Okay. Sure. Good. And when help finally does get here, and we get their attention. Irgendwas sagt mir, dass deine Brille echt ein bisschen zu klein sein könnte. So, okay, alles klar. Schönes Ding. Haben wir noch irgendwas? Nein. Runter mit uns. So, okay. Her name's Linda. She got beat up pretty bad out there. I don't even know how she managed to make it here. Probably made it on sheer adrenaline. She needs painkillers and bandages. Hab ich da? Can you see if you can find some? Ich hab welche da. Würde ich dir geben wollen. Gib mal. All right. Thank you. Auf deine Wunde ist ein bisschen clean. There's an ambulance on the road to the bungalows and medical supplies in the lifeguard tower. I'm pretty sure you can find painkillers and bandages either place. Maybe there's a rescue car on the beach. Try to worry, okay? She's really suffering. Ja, ich hab doch was da. Hier hast du. Pass auf. Schmerzmittel? That is exactly what I needed. Thank you. Bitteschön. You just saved this girl's life. Und Bauplan Dio-Bombe. Okay. I can't get through. I was in contact with the pilots. Quasi Douglas Warfare. It was full of passengers, and they said they were making an emergency landing near the edge of the jungle. Mm-hmm. I lost contact with them after that, but if they landed that plane safely, maybe we can use it to get the hell off this island. Ich nehme erstmal alles an. Hey, that plane might be our ticket out of here. Ich mach alles. So, und hier vorne um die Ecke war noch einer. What the hell? We followed James to this lighthouse so we could send out an SOS signal using the lamp. But there's something wrong with the power. Marcus went to check the two transformers powering the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Those things can't do to you what they can do to us. Maybe you can help us. Yes. Sicher. Na sicher. Right. Ich mach alles für Geld. Transformers are in the northern part of the Gold XP. If you can get the power back on, I'll let you into the storage ship. I'm Darwin, by the way. Alles klar, Darwin. Vielen Dank. Okay, wenn wir halt Power wieder anmachen, lässt er uns hier rein. Na, ist doch ein Deal. Oh, okay. Nochmal schnell in die Schränke ran. Nochmal schnell alles gelootet hier. So, wie sieht's mit der Lebensanzeige aus? Alles gut. Perfekt. So, die Juden haben wir schon versorgt. Did you find the plane? Nee, ich habe noch kein Plane gefunden. Noch nicht. So, okay. Zack, dann machen wir das Brett auf. Und ich warte mal, hier draußen war, glaube ich, die... Nee, wo? Moment mal. Ich würde gerne nochmal schnell meine Waffen reparieren. Und wie ich sehe... Oh nein, da kann ich nicht rennen. Der lässt mich hier... Oh nein, der lässt mich hier noch nicht rein. Oh shit. Ja, das ist natürlich schade irgendwie, wenn ich jetzt hier noch irgendwie halbzeit ditchte Waffen habe. Na gut. Kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, wir ziehen trotzdem los. Und schauen mal. Where the hell did I put that? So, zeig mir mal kurz die Map. Na, da sind wir ja schon fast hier vorne wieder besser dran. Da sind... Ja, okay. Wir werden es anders machen. Ich werde mal schnell über Schnellreise gehen.
und zum Rettungsschwimmerturm springen, weil da ist der Weg einfach kürzer. Ne? Zeit ist Geld. So, und Rettungsschwimmerturm, Reise. Das ging schön schnell. Außerdem kann ich hier noch schnell meine Waffen reparieren. Win-win für alle. So. Zack, reparieren. Für 54. Ne, was willst du machen? Was willst du machen? So, die anderen sehen alle nur als gut aus. Das würde ich auch... Oh, 193. Und ich habe gerade gesehen, das waren ja nicht Reparaturkosten, sondern das waren tatsächlich... ist der Wert der Waffe, den ich... Also, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, was willst du machen? Komm, reparieren wir den Mumps. So, okay. Ich würde zu Fuß gehen, weil tatsächlich ist es, glaube ich, nicht so weit. Ja, yeah, und schön gegen den Zaun gelaufen. Wunderbar. So. Okay. Na dann, wollen wir mal. Kannst ja das nochmal richtig einstellen. Bada bam, bada bum. Auf geht's. Es ist wirklich schön hier. Es ist wirklich schön hier. Klar, der Tod ist überall. Aber irgendwas ist doch immer. Irgendwas ist doch immer. So. So. Vielleicht findet er hier vorne nochmal ein bisschen... Stopp, 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 Freunde. Aber er ist noch nicht tot, okay. Sorry. Vielleicht finden wir hier vorne nochmal ein bisschen Alkohol. Fantastisch, den haben wir hier. Oh, hier haben wir noch... Der Barkeeper steht hier hinten noch. So, wunderbar. Leichter Messing-Schlagring. I don't know if anyone can hear me. But if you can, I'm all alone in a bunker on the Cape. Please, I need help. Ich weiß. Zu dir kommen wir noch, mein Bester. Zu dir kommen wir noch. So, ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass mir jetzt der Alkohol so nicht mehr angezeigt wird. Also klar, ihr könnt mir jetzt die Quest einstellen, aber dann sehe ich halt den Wegpunkt von der neuen Quest nicht. Von daher, na, machen wir es so. So, zack. Und wir müssen zu den Diamond oder zu den Gold Bungalows? Also jetzt sind wir bei den Golden, ja, dann wird es wahrscheinlich, werden es die Golden sein. So, Gott sei Dank ist es jetzt tatsächlich noch am Anfang recht effektiv hier mit dem Treten. Irgendwann bekommen wir sogar eine Fähigkeit. Was ist denn los mit ihm? Warum stirbt der nicht? Achso, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Haben meine Tritte keine Power mehr, ist ja klar. So, ist jetzt mal Ruhe im Karton hier, Freunde. Wir kriegen nachher noch eine Fähigkeit, dass man, das klingt jetzt echt heftig irgendwie, dass du quasi die Köpfe zertreten kannst. Das klingt wirklich echt übel, Alter. Ist es auch. Aber es ist halt sehr effektiv gegen Zombies. Zombies. Nicht andere Leute, Zombies. Nur gegen Zombies. So, wo? So, okay. Na toll. Hier, da hast du, Freundchen, und du nicht. So, das hätte ich auf jeden Fall mit kaputter Waffe ja nicht mehr geschafft. Das steht mal so. Hey, was Marcus. Ist denn? Marcus. I was fixing this piece of shit when these things came out of nowhere. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go! Boah, echt jetzt? Mann, schickt er mich wieder woanders hin? Na, das war ja schon fast vorhersehbar. Egal. Okay, gut, let's go. 120 Meter. Wer bist du? So, ich schlug mal um dich hier in die Hecke treten. So, okay. Dann schauen wir mal hier hinten. Hallo?